Marianne Bachmeier. Mit 8 Schüssen feuert sie im Gerichtssaal auf den Mörder ihrer Tochter. Der Mann stirbt noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck will die Mutter zunächst wegen Mordes verurteilen lassen. Aber ist die höchste Strafe für Marianne Bachmeier gerecht? Ihre Tat spaltet die Gesellschaft. Es ist Selbstjustiz, das geht gar nicht. Dafür haben wir unsere Gesetze. Und da muss hier ist jeder gleich vor. Ich hätte auch eine Pistole genommen. Denn verurteilt worden wäre der sowieso nicht. Freispruch für diese Frau. Die meisten Menschen würden sagen, einen anderen Menschen zu töten ist falsch. Doch der Fall Marianne Bachmeier hat gesellschaftlich ganz andere Effekte hervorgebracht. Viele Menschen hatten Sympathie für eine Frau, die einen anderen Menschen getötet hat. Warum waren so viele Menschen bereit, ihre moralischen Grenzen im Fall Marianne Bachmeier zu überschreiten? Ihre Tat beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute. Es ist der 5. Mai 1980, als die 7-jährige Anna Bachmeier vom Spielen nicht mehr nach Hause kommt. Die ErmittlerInnen finden sie tot. Der Täter hatte sie in seine Wohnung gelockt und erwürgt. Es ist Klaus Grabowski, ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Über ihn sagt Marianne Bachmeier später bei Spiegel TV, sie habe nicht das Gefühl, einen Menschen getötet zu haben. Insofern geht's mir da vom Gewissen her noch ganz gut, ne? Klaus Grabowski hatte im Prozess noch versucht, dem getöteten Mädchen eine Mitschuld an seiner Tat zu geben. Vor Gericht sagt er, Anna habe ihn erpresst. Entweder er gibt ihr eine D-Mark oder sie erzählt, dass er sie angefasst hat. Die Behauptung klingt seltsam. Kommt das häufig vor, dass Straftäter solche angeblichen Entschuldigungen einbringen? Täter selbst wollen sich in aller Regel nicht als schlechte Menschen sehen. Genau das, was er sagt, dass er selber diesem Kind eine Mitschuld gibt daran, dass er das getan hat, ist eine klassische Rechtfertigungsstrategie, damit der Täter auch mit sich selbst überhaupt noch leben kann. In der Talkshow Fliege erklärt Marianne Bachmeier, es war am dritten Verhandlungstag, dass ich auf dem Flur hörte, er wollte eine Aussage machen. Ich habe gedacht, so, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht, wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, dieser Mund ist, also über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. In den 80er Jahren gibt es noch sehr wenige Sicherheitsvorkehrungen im Gericht. Ihre geladene Waffe hat Marianne Bachmeier an diesem Verhandlungstag schon dabei. Vom Eingang des Saals aus schießt sie Klaus Grabowski in den Rücken. 8 Schüsse fallen. 6-mal trifft sie. Nach ihrer Tat wird Marianne Bachmeier zum Medienstar. Statt ihre Tat zu verurteilen, feiern viele sie als Heldin, die ihre Tochter gerecht hat. Ich persönlich hätte ihn noch zerstückelt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte den Mann auch umgebracht. Manche scheinen Marianne Bachmeier für ihre Tat richtig zu bewundern. Warum? Stell dir Folgendes vor. Eine weibliche Person wird von einem körperlich deutlich überlegenen Mann überfallen, vergewaltigt und getötet. Diese weibliche Person ist in der ersten Version 7 Jahre alt. In der zweiten Version ist die Person 14 Jahre alt und in der dritten Version ist sie 21 Jahre alt. Wie empfindest du diese Taten? Welche entsetzt dich am meisten? Rein vom Gefühl her die an der 7-Jährigen, obwohl die Tat natürlich dieselbe ist. Bei einer 21-jährigen Frau würden Menschen automatisch dazu tendieren, dem Opfer eine Mitschuld zu geben. Auch unbewusst. Sie würden sagen, vielleicht hätte die 21-Jährige nicht diesen Weg gehen sollen. Wer weiß, was sie anhatte, wer weiß, wie sie sich verhalten hat. Bei einer 7-Jährigen ist es für die meisten Menschen völlig ausgeschlossen, ihr irgendeine Teilschuld zuzusprechen. Und weil das 7-jährige Kind nicht auf dieselbe Art unbewusst abgewertet werden kann wie die 21-Jährige, neigen Menschen dazu, in diesem Fall ganz besonders stark den Täter zu dämonisieren, weil sie eben nicht eine Teilschuld auf das Opfer abwälzen können. Jetzt ist auch besser nachvollziehbar, warum Grabowski in diesem Fall ganz besonders stark von Menschen gehasst wurde und sie sich ganz besonders Vergeltung gewünscht haben. Eine solche Vergeltung lässt das Gesetz nicht zu. Noch im Gerichtssaal wird Marianne Bachmeier festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. 1,5 Jahre später beginnt ihr Verfahren. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Aber die Stimmung für Marianne Bachmeier in der Bevölkerung ist überwältigend. Zum ersten Mal wird ein Fall von Selbstjustiz auf einer landesweiten Bühne verhandelt. In der Strafsache Bachmeier bitte alle Beteiligten eintreten. Mit dieser Mutter fühlen sie mit. Sie können sich identifizieren mit ihrem Motiv und ihren Emotionen. Und das führt dazu, dass diese Frau von vielen Menschen eben nicht verurteilt wird.
Der Druck in der Öffentlichkeit ist groß. Die Staatsanwaltschaft ändert die Anklage. Von Mord auf Totschlag. Marianne Bachmeier argumentiert, sie habe im Affekt geschossen, ihre Tat sei nicht geplant gewesen. Und das, obwohl sie mit geladener Waffe ins Gericht ging. Später erklärt ein ehemaliger Staatsanwalt die Entscheidung dem NDR. Aus meiner Sicht musste deutlich werden, dass Selbstjustiz in keiner Weise akzeptabel ist. Auf der anderen Seite war natürlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Frau Bachmeier ihre Tochter durch ein schreckliches Verbrechen verloren hatte. Die Staatsanwaltschaft rudert also zurück. Jetzt wird mit Spannung das Urteil erwartet. Welche Rolle spielte das Mitgefühl für Marianne Bachmeier beim Ausmaß der Strafe? Es gibt in der psychologischen Forschung einige Belege dafür, dass auch Richter selbstverständlich psychologischen Mechanismen zu einem gewissen Teil unterliegen. Das Gericht folgt der Staatsanwaltschaft. Anstatt wegen Mordes wird Marianne Bachmeier wegen Totschlags verurteilt, zu 6 Jahren Haft. Heute kritisieren JuristInnen die Entscheidung. Als Bachmeier dem ahnungslosen Grabowski in den Rücken schoss, habe sie heimtückisch gehandelt, also gemordet. Überall zeigen Cover das Bild von Marianne Bachmeier. Die Attraktivität von Marianne Bachmeier wurde von der Presse auch durchaus thematisiert. Zum Beispiel hier in einem Bericht vom Deutschlandfunk. Sie war groß, schön, schlank, dunkel, fast eine magische Figur, die sich gut auf den Titelseiten der Presse jeglicher Couleur machte. Wäre Marianne Bachmeier auch so gut angekommen, wenn sie weniger gut ausgesehen hätte? Sicherlich war das nicht der ausschlaggebende Punkt für die Sympathie der Bevölkerung, aber die Kombination aus dem Mitgefühl für die Mutter, der Wut auf den Täter und ihrer Attraktivität, das Gesamtbild, war sicherlich der Grund dafür, warum die allermeisten Menschen Sympathie für diese Frau empfunden haben. Die öffentliche Debatte um Bachmeiers Schuld ist jedoch nicht mit dem Urteil zu Ende. Seit die Presse auch über Marianne Bachmeiers Privatleben berichtet, haben viele ihre Meinung geändert. Marianne Bachmeier hat noch 2 weitere Kinder. Ihr erstes Kind bekam sie mit 16, das zweite mit 18. Beide Kinder gab sie in Pflegefamilien. Das passt für viele nicht mehr ins Bild der fürsorglichen Mutter. Natürlich muss sie verurteilt werden. Das berechtigt sie noch lange nicht dazu, jemanden umzubringen. Das ist kaltblütiger Mord, nicht? Die Vorstellungen einer perfekten Mutterschaft und die Erwartungen an Marianne Bachmeier vertragen sich nicht mit den neuen Informationen, die aber genau dieses Stereotyp einer fast schon heiligen perfekten Mutter in Frage stellten. Und genau das bewirkte, dass auch in der Wahrnehmung einiger Menschen sich das Bild von ihr zunehmend ins Negative veränderte. Auch Marianne Bachmeier muss sich immer wieder mit ihrer Rolle als Mutter auseinandersetzen. Im Interview mit Spiegel TV sagt sie: Das war auch eine Suggestivfrage, das lief so darauf hinaus, haben Sie den vielleicht umgebracht, weil Sie selber Schuldgefühle hatten? Das wird ja so schnell gesagt. Und da habe ich gesagt, nein. Aus ihrer Haft wird Marianne Bachmeier nach 2 Jahren vorzeitig entlassen. Die nächsten Jahre lebt sie erst in Nigeria, dann in Palermo. Bis zum Schluss begleiten die Medien ihr Leben. 3 Jahre vor ihrem Tod erzählt sie Spiegel TV, dass sie ihre Tat auch Gott gebeichtet hat. Im Gespräch mit ihm habe Gott ihr vergeben. Wenn ich es jetzt in Worte fassen soll, war das so, dass er gesagt hat, also weißt du, forget it. Viele Menschen empfanden Sympathie für Annas Mutter. Doch die Frage ist, willst du in einer Gesellschaft leben, in der Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt, in der jeder Mensch das, was er als gerecht empfindet, ausagiert? Wo wäre da die Grenze und wo würde uns das hinführen? Findest du das Urteil gegen Marianne Bachmeier gerecht? Schreib gerne unten in den Kommentaren deine Gedanken dazu. Hier kommst du zu einem weiteren Video von uns. Schau dir gerne auch den Kanal von unseren KollegInnen von Schuld und Sühne an. Auch dort gibt es jede Woche neue Kriminalfälle.